Liebe Freunde der paradoxen Strategie, hier ist euer Steinwallen. Wir sind hier zwar noch mitten im Krieg, aber die Sache läuft jetzt doch so gut, dass wir uns schon mal fast wiederum so geistig im Friedensmodus, in den Friedensmodus bewegen können. Und ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut. Erstens, wir haben natürlich viel zu viele, ich wage es gar nicht euch zu zeigen, diplomatische Beziehungen, 9 von 6. Das kommt durch diese Militärzugänge und das wollen wir beenden. Ich werde mal diese 17.000 jetzt erstmal wieder nach Hause schicken und dann gleich den Militärzugang hier mit Savoyen und Frankreich beenden. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Truppen holen wir mit unseren Transportschiffen, glaube ich, auch sicher nach Hause. So, dann habe ich gesehen, hier, nein, ich will euch nicht dahin schicken, hier in der Bretagne, da gibt es Nachfolgeprobleme. König François V., der hat keinen Nachfolger und der ist schon 44 und wir haben ja eine Ehe. Und insofern ist es möglich, dass ein Trastamara möglicherweise auf den Thron der Bretagne kommt. Das wäre schon eine ganz interessante Sache. Ich weiß nicht, ob man das noch ein bisschen befördern kann, indem man nochmal weiter die Beziehung verbessert. Versuchen wir das Ganze einfach mal. So, jetzt ein paar ökonomische Dinge. Erstmal, wir wollen diese neuen Großschiffe wollen wir gleich mal stilllegen. Die sind quasi für den nächsten oder übernächsten Krieg eigentlich gedacht. Ach ja, noch ein kleiner Nachtrag. Ich bin ja immer noch dabei, eigentlich mit Portugal meine Staatsehe und meine Bündnis zu beenden. Aber José der Erste, der ist 61 schon, der will einfach nicht sterben. Darauf warte ich so ein bisschen sehnlichst. So, dann haben wir noch einen neuen Händler, erstaunlicherweise, den wir... Der kommt wahrscheinlich auch wieder aus den Kolonien, aber in den Kolonien haben wir kaum noch Gelegenheit, irgendwo was zu platzieren. Jetzt gucke ich mal kurz, wo könnten wir noch einen hinsetzen. Ja, schicken wir mal nach Safi. Das ist okay, Handel übertragen. Warum geht das nicht? Ach, hatten wir da schon einen? Hä? Ach so, da habe ich mich verguckt. Ne, dann tun es. Es wäre dann einfach so als Ergänzung. Es gibt eigentlich nicht mehr so viele sinnvolle Orte, wo wir unsere zahlreichen Händler hinschicken können. Aber gut, so ist das. So, dann haben wir einen Kolonisten frei. Den habe ich wohl vergessen, das letzte Mal. Und ich denke, wir machen Folgendes. Wir werden mal... Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ich will tendenziell jetzt schon dazu übergehen, dass wir über unserem Limit kolonisieren. Und das bedeutet eigentlich für mich, dass ich hier unten, glaube ich, verstärkt weitermache. Also senden wir den Mann dorthin. Allerdings brauchen wir dann unbedingt die 2000 auch dort. So, und dann, wie gesagt, will ich gerne einen Kolonisten zurückrufen und den irgendwo anders hinschicken. Und ich glaube, wir machen dann mal hier weiter, während wir hier diese Küste... Obwohl, Kusabo ist noch interessant, glaube ich. Oder Santé. Vielleicht machen wir mal bis dahin noch hier weiter, genau, weil die lokale Handelseinfluss hat. Das wollen wir uns unbedingt noch holen. Insofern werden wir den trotzdem zurückrufen. Und dann, wenn er dann wieder verfügbar ist, was glaube ich... Ne, er ist sofort verfügbar. Dann schicken wir ihn hier hin. Genau. Und jetzt brauchen wir allerdings da auch noch Truppen. Und dann nehmen wir die, auch wenn hier die Kavallerie viel zu viel ist. Aber ich habe jetzt echt keine Lust, das jetzt umzuändern. So, Schweden möchte Frieden, aber das ignorieren wir geflissentlich. Die Polen sind da ja eifrig am Erobern, bringt alles Kriegspunkte, die wir gegen Großbritannien einsetzen wollen. Und da sind wir schon beim Thema. Wir können hier unsere Soldaten mal einladen. Und die werde ich jetzt beide auf die Schiffe holen. So, das haben wir, das haben wir. Wir werden jetzt, hier sind wir dabei. Ich glaube, wir gehen jetzt hier zu den Falklands und hier hin. Und werden uns auch noch diese beiden Provinzen oder Kolonien schnappen. So, dann denke ich, wir haben so viel Geld, dass es schon jetzt doch an der Zeit ist, dass wir ein bisschen investieren können, und zwar nochmal in Gebäude. Ich will erstmal hier
In Ostasien, glaube ich, haben wir das noch nicht. Erdwelle bauen. Das ist ja auf jeden Fall eine feine Sache. So. Ach, hier auch noch. Nicht zu vergessen, diese Insel. Und dann auch gleich Stufe 3 Befestigung für die anderen afrikanischen Kolonien, die sich ja nicht selbst verwalten. Insofern müssen wir da immer ein Auge auf die auch mit haben. So, ich glaube, ich habe jetzt keinen vergessen. Doch, habe ich. Ach nee, das ist. Doch, das ist auch unser Land. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was alles uns gehört. Das auf jeden Fall. Okay, hier brauchen wir, glaube ich, keine weiteren sternförmigen Befestigungen. Und dann, weil wir administrative Punkte ganz ordentlich haben, gucken wir mal hier. Wir werden, glaube ich, hier direkt eine Spionageagentur bauen, da wo es sich zumindest lohnt, bei den Einnahmen. Ja, sind wir mal großzügig. Okay, und ich denke, das war's jetzt. Mehr Geld wollen wir erstmal nicht ausgeben. Und insofern kann es eigentlich munter weitergehen. Und vor allem warten wir jetzt darauf, dass Großbritannien einknickt. So, Eintreibung von Kriegssteuern. Ich glaube, was haben wir hier unten? Oh, die Franzosen haben ein Embargo gegen uns verhängt. Wer können die das überhaupt? Sind die nicht abhängig? Können die das selbst tun? Ich werde keine Kriegssteuern. Was ist denn hier mit Frankreich los? Sind immer noch in Personalunion. Na gut. Dabei hatten wir doch hier gerade so gute Beziehungen geschaffen. Verstehe ich gar nicht. Sie betrachten uns mit Misstrauen. Das ist ärgerlich. Nationale Institutionen. In letzter Zeit verlangen mehr und mehr Leute nach repräsentativen nationalen Institutionen. Oh. Entweder wir beharren hier auf unserer Meinung oder wir geben Macht ab. Dann, boah. Ich glaube, dann gebe ich lieber Macht ab. Das kostet mir zu viel, das wieder reinzuholen an Machtpunkten. Jetzt müssen wir aber erstmal die Zugangsaktion hier aufkündigen. Denn das kostet wiederum zu viel an diplomatischen Machtpunkten. Sumbawa wird kolonisiert. Sehr schön. Da sind sie endlich da, der Kolonist. Ach so, genau. Eine Sache wollte ich ja doch noch machen. Aber gut, da sparen wir noch mal ein bisschen. Wir haben jetzt nicht so viel Geld. Ich wollte mich noch mal eine ordentliche Portion leichte Schiffe bauen. Da treibt sich der Rest der Mailänder herum. So, wir sind jetzt auch durch Frankreich durch. Das heißt, auch hier können wir den Militärzugang aufkündigen. Und damit sind wir jetzt wieder bei erträglichen diplomatischen Beziehung von 7 von 6 und wie gesagt, Portugal wird hoffentlich dieser Mann da endlich mal sterben. Und die nächste Erkundung ist beendet. Es ist übrigens bald soweit, dass wir tatsächlich die gesamte bekannte Welt erkundet haben. Machen wir weiter mit Mexiko und vor allem müssen wir mal hier gucken. Ist unsere Flotte hier unten schon angekommen? Nee, noch nicht. Sie leidet etwas. Na, das dauert noch. Zurück zu diesem Schauplatz. Ja, alle mailändischen Provinzen sind inzwischen unter Belagerung, außer diese hier mit diesen 3000 Mann. Aber das stört auch nicht mehr so richtig. Oh Gott, das waren 4000 Einheimische, aber die hatten echt keine Chance. Und das waren. Ach so, ich dachte, das waren gar nicht 4000. Das waren, glaube ich, unsere 4000. Na, ja, ich habe nicht so genau hingeguckt. Aber die neue Welt ist ja auch sehr fern. So, wir haben hier das auch erobert. Ich glaube, wir lassen die erstmal dort, weil ich auch keinen besseren Ort weiß. Wobei, wir könnten sie auch nach Kapstadt transportieren und die 20.000 kommen dann sowieso nachher zurück nach Spanien. Und die sind ja auch schon da. So, da will ich die eine Truppe hier hin. Warten wir das erstmal ab, bis die da sind. Ein Chefspion,
den wir jetzt nicht brauchen. Oh, das dauert eine ganze Ecke. 2. Februar. Nee, so lange habe ich jetzt keine Geduld. Wir wollen lieber schauen. 33% Kriegsstand. Ja, das geht voran. Aber die Zeit ist auf unserer Seite. Oh, ist, hier ist irgendwie ein Frieden geschlossen worden. Oh, jetzt wird's. Nee, doch nicht. Doch nicht. Ich dachte. Hier ist der Krieg noch im Gange. Gott sei Dank. Ist auch erst minus 3,4. Zumindest für Großbritannien. Aber der entscheidende Krieg ist ja hier in Novgorod. Und für den steht es plus 50 gegen Schweden. Also das könnte bald zu Ende gehen. Friedensangebot aus Schweden. Gucken wir uns das mal an. Sie verhandeln. Okay. Sie werden Verträge mit Großbritannien aufkündigen. Tja, ich meinte, was. Hatte Polen hier nicht was besetzt? Das, ja, stimmt. Wollen wir das akzeptieren? Vielleicht zieht sich dann der Krieg mit Großbritannien noch ein bisschen länger hin. Wir akzeptieren das mal. Das bringt unseren Kriegsstand nur um 3% runter. Das ist also nicht so schlimm. Und auf jeden Fall haben wir sie hier rausgelöst aus dem englischen Bündnis. Und die Polen können sich jetzt um anderes kümmern. Den hätte ich sowieso nicht da irgendwie Provinzen geben wollen. Das wäre irgendwie zu viel des Guten. So, aber nochmal zurück hier runter. Und wir fahren weiter. Das sieht aber im Moment übel aus mit der Flotte. Ist die Frage, ob die noch heil hier unten ankommt. Da müssen wir vielleicht mal dabei bleiben. Ich meine, hier oben ist gleich unsere Kolonie, wo sie dann in rettendes Gewässer kommt. Aber es ist unangenehm. Mamelukenreich. Annektiert schon wieder irgendwas. Das wäre natürlich jetzt wirklich ein bisschen blöde, wenn wir wenn wir 10.000 Mann hier am Südpolarmeer oder so verlieren würden. Santa Elena. Okay. Gut. Aber das heißt nur, dass der Kolonist angekommen. So, jetzt macht aber ein bisschen mal hin, ne? Wisst ihr was? Ich gehe mal jetzt auf Nummer sicher und fahre erstmal nach Hause, bevor ich jetzt hier diese Truppen noch da auslade. Das ist mir zu riskant. Also hoffen wir mal einfach, dass das jetzt gut geht. Ich will gar nicht hinschauen. Ich will gar nicht hinschauen. Dieses Elend möchte ich gar nicht mit ansehen. So, 49% Mailand. Jetzt leg mal los. Da. Die Lombardei ist gewonnen und wir sind bei 42% Kriegsstand. Und jetzt lohnt es sich vielleicht doch nochmal zu gucken, wie weit hier der Stand der Dinge ist. Hier habe ich schon alles angeklickt. Das will ich noch dazu fügen. Wert ist 29 und wir sind bei 61 zu 73. Ja, das wird was. Ein bisschen Geduld noch. Wir sind hier bei 11 und 13,8 kriegen wir noch. Wir werden alles von Großbritannien bekommen. Alles, was wir wollen. So muss das sein. Aber unsere Einheiten, die wiederum können wir jetzt eigentlich nach Hause schicken, weil hier werden sie nicht mehr gebraucht. Und dazu müssen wir aber... wir haben hier nur 18... Ach, verdammt. Wir haben hier nur 18 und 19 Einheiten. Das ist doof. Aber... Das können mal andere machen. Ich mache mal automatischen Transport. Das soll die KI erledigen. Da sind wir jetzt einfach mal zu faul für das Ganze. Zurückmarschieren können wir ja nicht durch Frankreich, weil wir das beendet haben, das Thema. So. Jetzt heißt es einfach warten. 45%. Und? Ist unsere Flotte hier angekommen? Ja, sie sind gerade noch mal so angekommen. Okay, warten wir ein bisschen, bis sie repariert sind. Und dann schicken wir die 10.000 hier hin. Und dann ist gut. Hier sind sie auch schon... bald so weit. Das geht ja schnell in diesen winzigen Provinzen. Oh, verdammt. Was ist denn das? Der Krieg scheint jetzt zu Ende zu sein. Österreich schließt Militär mit unserem Feind Großbritannien.
Obwohl die gerade gegeneinander Krieg geführt haben. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Okay, jetzt muss natürlich absolut darauf aufgepasst werden, dass diese Truppen hier nicht irgendwie an Land können. Wir schauen uns das nochmal an. Es sind tatsächlich jetzt nur noch britische Truppen da. Aber die haben überhaupt gar keine Schiffe. Insofern keine Chance. Keine Chance. Sie können nicht übersetzen. Insofern kein Problem. Aber leider, das britisch-österreichische Bündnis ist wieder geschlossen worden. Insofern wichtig, dass wir jetzt das nochmal komplett ausnutzen. Vielleicht können wir... na, mal gucken. Mailand will Frieden, aber das nehmen wir jetzt nicht, weil da brauchen wir einfach den Kriegsstand gegen England. Weil England wollen wir nicht noch. Eine Invasion auf England wollen wir nicht noch unternehmen, das ist klar. So. Wir gehen aber mal wieder hier unten hin. Gucken mal, ob die Transportflotte so einigermaßen einsatzfähig ist. 5. Juli, ja, ich denke, das kann man riskieren. Wir wollen jetzt keine Zeit mehr verlieren. Wir dürfen sie da bloß nicht so lange vergessen. Das ist das Entscheidende. Getreide in Santiago. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt raus mit den 10.000 Männern. Am 18. September 56% in Südgeorgia. Die können wir da eigentlich schon wieder fast einsammeln. Aber ich weiß nicht, ob die Flotte das durchhalten wird. Na, sie hat noch 0%. Okay, da fahren wir mal schnell hin und holen die uns. Die werden gleich das Ding erobert haben. Mailand bettelt. Genau, da haben wir es. Sehr schön. Damit sind wir bei 56%. Wow. Das kommt aber, weil Mailand hier fast vollständig besetzt ist inzwischen. Gut, bleiben wir mal bei dieser Operation. Wieder ist die Silberflotte gekommen. Das ist gut. Also die beiden Inseln holen wir uns auf jeden Fall noch. Also diese, das ist ja die letzte. Und dann ist, glaube ich, Schluss. Also mehr brauchen wir dann auch nicht. Ach. Mal hier noch ranfahren und aufs Schiff. Achso, eigentlich können wir sie aber auch hier im Hafen reparieren lassen. Das ist ja jetzt unser Hafen. Dann ist alles auf Nummer sicher gestellt. Gut. Die nächste Erkundungsmission ist beendet. Oh, es sind nicht mehr viele Leute. Ich bin froh, dann ist nämlich diese Sache vorbei. Ist ja doch ein bisschen Micromanagement. Also, das letzte dürften diese... Das wird die letzte Mission sein, vermute ich. Mal gucken. Das wäre schön. Und dann haben wir nämlich auch wieder einen Admiral frei. Den können wir dann entlassen und bekommen wieder einen Punkt mehr. Das ist auch erfreulich. So, und bevor wir jetzt gleich Schluss machen, will ich jetzt doch noch eine Sache einleiten. Und zwar, wir haben doch wieder so viel Geld, dass ich leichte Schiffe bauen will. Und ich mache das diesmal mal ein bisschen effizienter. Ich arbeite mal mit Vorlagen. Dann können wir da zukünftig drauf zurückgreifen. Ich nenne die mal 10 leichte Schiffe. Wie auch anders. Und... Die werden wir mal hier einstellen in 10 Provinzen und das speichern wir. Habe ich das hier schon öfter gemacht? Hä? Keine Ahnung, wie das kommt. So, die bauen wir jetzt. Egal, wo sollen sie sich sammeln? Hier. So, jetzt werden hier 10 leichte Schiffe in 10 Provinzen gebaut und... Das war's. Wir brauchen nicht dumm rumklicken und das können wir dann immer mal wiederholen. Und dann haben wir wieder unsere leichte Flotte
zusammen, so groß wie möglich. Die nächste Kolonisierung ist erfolgreich. Okay, liebe Freunde, ich denke, in der nächsten Folge werden wir den Frieden erleben und dann das nächste Mal Großbritannien so richtig gedemütigt haben. Mal gucken, was wir rausschlagen können. Also bis dann, macht's gut, euer Steinmeier.